どこかな、どこわからない、どこかな、どこわからない、どこかな、覚えてない、私はバカですね。でも、じゃ、しょうがない。Hey Leute, hier ist Anzu. Yay! Ich habe gedacht, dass ich jetzt die Kommentare unter dem 500 Abonnenten Video so ein bisschen eingestellt habe. Werde ich jetzt zwei Leute aussuchen, die ein paar Sticker von mir bekommen. Und zwar habe ich mir das Ganze so überlegt. Also, wir haben hier so eine Random Comic Picker Webseite, irgendwas. Und da werden wir jetzt mal schauen. Hier das Video und da kopiere ich einfach den URL. Zack. Klatsch den dann hier rein auf die Webseite. Und dann lädt er erstmal die Kommentare. 67 Kommentare. Bestimmt 30 davon sind von mir. Dann kann man aussuchen, ob man einen random Kommentar möchte oder den meist gelikten Kommentar. Ich mache mir hier kurz die Tastatur ab. Das ist Tsukayasui. Und zwar suchen wir jetzt random einen Kommentar aus, wenn ich den Button treffe. Hallo? Ah, jetzt. Und zwar ist der Kommentar von mir selbst. Na, das fängt schon mal gut an. Okay, nochmal. Nochmal, nochmal. Ne? Der ist auch wieder. Na? Von mir selbst. Noch einmal. Ja. Das Fenster blendet. Noch einmal. Okay, es kommen nur Kommentare von mir selbst. Was ist denn das? Ich habe zu viel kommentiert unter diesem Video. Das nächste Mal, wenn ich sowas mache, kommentiere ich selbst gar nicht. Okay, noch einmal. Ha! Jetzt haben wir einen Kommentar, der nicht von mir ist. Und zwar ist der Kommentar vom... Ja, nix. Und er hat geschrieben, 500 sind total verdient bei der, das ist ein langer Kommentar, bei der Arbeit, 500 sind total verdient bei der Arbeit, die du dir machst. Andere mit 1 Million Abo schreien gerade mal ihr Gelaber zusammen und bezeichnen das als Arbeit. Mit deinen Infos zur japanischen Kultur und tollen Kamerafahrten und du selbst natürlich auch, hast du noch viel mehr verdient. Coole Idee mit den Stickern, weil will bei sowas eigentlich nie mitmachen, wenn man sich selbst nicht so wertig fühlt, um was zu verdienen. Aber ich versuch's mal. Kaido, Doflamingo und Ruffy Gear 4. Tja, kannst du mal sehen, hast du Glück gehabt, dass du mitgemacht hast, denn jetzt bekommst du diese 3 Sticker und wahrscheinlich noch ein paar mehr und genau, wir suchen die direkt mal raus. Und zwar sind hier alle, die ich doppelt habe und dreifach und Lissab sogar vierfach. Also einmal Kaido. Yay! Dann Doflamingo. Und Ruffy Gear 4. Ruffy Gear 4. Yay! Am Ende packe ich dann noch ein paar mehr dazu, weil ich erstmal gucken muss, was der zweite Gewinner denn bekommt. Gucken wir mal, wer der zweite ist. Oder mein Bildschirm geht aus. Und der zweite Gewinner ist... Ich sage nichts, ne? Nochmal. Ich habe jetzt gefühlt noch dreimal mich selbst wieder rausgepickt. Ich habe echt zu viel kommentiert, glaube ich. Und der zweite Gewinner ist... Skadui! Yay! Und er hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch zu den 500 Abos. Ich schaue eigentlich die Videos, weil ich dich mega sympathisch finde und nicht so sehr aufgrund des festgelegten Content. Von festgelegten Content. Daher schwer zu sagen, ich würde mich über Sabo, Ruffy Gear 4 und Chidahoshi freuen. Okay. Sabo. Ruffy Gear 4, zum Glück habe ich den dreimal, sonst hätte ich euch den jetzt nicht gesehen, oder? Ja, hier. Ruffy Gear 4 nochmal. Und Chidahoshi und Jinbei. Die gibt es nur im Doppelpack.
So sehen die Dinger übrigens aus. Ich habe euch die, glaube ich, nämlich noch nie in dem Video richtig gezeigt. Also es gibt zwei verschiedene Verpackungen. Beziehungsweise gibt es mittlerweile sogar vier, denn das sind hier aus der neuen Welt. Also das Kanji. Das Kanji bedeutet neu und das da Welt. Und es gibt jetzt aber nochmal Sticker aus der alten Welt. Und ich dachte mir nur so, ich kann nicht nochmal so viel Geld für die ganzen Sticker ausgeben. Ich meine, ich habe immer noch nicht alle. Und deswegen machen wir den jetzt zusammen auf. Okay, okay. Zuerst der Sticker? Zuerst der Sticker. Wie immer bei mir. Nochmal Sanji. Also kein Glück gehabt. So sehen diese Dinger dann aus. Also wie gesagt, es ist wirklich ein mega, mega low quality Hanuta. Geschmacklich ist es okay. Schmeckt eher nach Schoko. Ist glaube auch Schoko. Ah ja. Schoko. Also schmeckt auch nach Schoko. Bin ich so ein riesen Schoko-Fan. Aber es ist okay. Die Sticker sind das Geld wert. Mir fällt gerade ein, ich habe euch die Dinger doch schon mal gezeigt, und zwar in dem einen Video in Tokio. Das verlinke ich mal hier in der Infobox. Nein, die Infobox ist glaube ich da. Ja, die Infobox ist da. Haha, ich habe mich dran erinnert. Ha. So, und damit ihr die Sticker auch bekommt, Nyx und Scurry, geht ihr auf meinen Kanal. Aprikosen, klar. Meine Kamera erkennt hier gerade überall Gesichter, das ist total lustig. Und dann, ich mach mal kurz Anzeigen als wiederkehrender Abonnent. Ja. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann geht ihr auf Kanalinfo. Und in Kanalinfo könnt ihr, ah ja, genau. In Unterkanalinfo gibt es hier diesen Tab Nachricht senden. Nachricht senden? Ja, Nachricht senden. Und dort klickt ihr einfach drauf und schreibt mir eine Nachricht mit eurer Adresse, damit ich euch die Sticker auch zusenden kann. Und das war's auch schon für heute und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Übrigens, wer sich fragt, warum hier mehr oder weniger Zorro ist, ich habe Zorro umgehängt. Also ich kann mal gucken. Ah nein, falsch. Da hängt Zorro jetzt. Ich habe Zorro umgehängt, denn der hing ja erst an meinem Schrank, also da so sozusagen. Und immer wenn ich meinen Vorhang auf und zu gemacht habe, habe ich Zorro sozusagen immer, naja, halb mit runtergerissen. Und deswegen dachte ich, Zorro braucht einen neuen Platz. Und jetzt hat Zorro dort einen neuen Platz an der Wand. Und ja, das Lustige ist, wenn ich halt mein warmes Wasser einstellen will, also wenn ich warm duschen will, das ist sozusagen hinter Zorro. Und wenn nicht, dann muss ich immer hier einmal da drauf drücken, damit das warme Wasser angeht. Und es ist eigentlich eine sehr ungünstige Stelle. Aber naja.